Na, ob dieses neue Instagram-Video von Heidi Klum so ganz jugendfrei ist? Gemeinsam mit Ehemann Tom und dessen Zwillingsbruder Bill legt die 46-Jährige eine sexy Dance-Show hin. Halbnackt und ungeschminkt performt das Supermodel in ihrer ganzen körperlichen Pracht. Mit von der Partie, wie soll es auch anders sein, Heidis engste Vertraute Hans und Franz. Ihre liebevoll getaufte Oberweite springt bei der wilden Tanzeinlage gefährlich hin und her. Achtung, Frau Klum, das knappe Bikini-Oberteil könnte leicht verrutschen. Gewagt, gewagt. In einer solch riskanten und freizügigen Auf- und Ab-Aktion haben wir Hans und Franz noch nie bewundern dürfen. Aber auch die knackige Kehrseite der Modelmama bleibt uns bei der Tanzeinlage nicht verwehrt. Ganz schön heiß. Mit ihrer perfekt durchtrainierten Figur setzt Heidi allen potenziell aufkommenden Schwangerschaftsgerüchten ein Ende. Doch nicht nur die vierfache Mama heizt uns mit ihrer Tanzperformance ein, auch Ehemann Tom gewährt uns wahrlich tiefe Einblicke. Die weite neongelbe Jogginghose aus Kordgewebe verrät uns bei der ein oder anderen Tanzbewegung vielleicht mehr als dem Tokyo-Hotel-Gitarristen lieb sein dürfte. Nicht nur die Fans lieben diese sexy Dance-Show, auch die Promi-Welt feiert sie fleißig auf Instagram. Die ehemalige Bachelorette von 2004, Monika Ivankan, kommentiert das Video mit dem Hashtag „Verhaftet wegen sexy“. Supermodel Naomi Campbell reagiert mit Flammen und Herzchen-Smileys und Moderatorin Frauke Ludowig will Heidi und Tom sogar zu einer Let's Dance-Teilnahme überreden. Ja, das seit August 2019 verheiratete Paar weiß eben, wie man die Öffentlichkeit immer wieder aufs Neue überrascht und begeistert. So auch mit dieser verboten heißen Tanzeinlage.